Die halbjährige Leidenszeit hat ein Ende. Kai Hesse ist zurück im Kickers-Training und endlich wieder ganz nah dran an den Teamkollegen. Nach einem Knorpelschaden und einer Knieoperation ist dem 27-Jährigen, der diese Saison noch gar nicht mitkicken konnte, die Freude über seine lang ersehnte Rückkehr anzumerken. Ja, dem Knie geht's gut. Also ich fühle mich sehr gut. Ich habe ein sehr gutes Reha-Programm gemacht. Es war eine ziemlich lange Zeit jetzt doch gewesen, die ich raus war, aber ich freue mich wirklich tierisch, dass ich wieder dabei bin und ich glaube, man sieht es mir auch an, dass mir richtig Spaß gemacht hat heute wieder, egal. Auch wenn es ein bisschen kalt ist, wenn es ein bisschen schneit und so, der Platz nicht so gut ist, aber trotzdem, es macht wieder riesig Spaß. Endlich wieder Fußball spielen zu können. Beim überraschenden 3:1 Testspielsieg gestern Abend in Kaiserslautern konnte Kai Hesse aber noch nicht mitwirken. Der gerade erst wieder genesene Stürmer wird eine Weile noch seine Kreise abseits des Mannschaftstrainings ziehen müssen, will in der Rückrunde aber schnellstmöglich wieder Gas geben mit den Offenbachern. Wir stehen jetzt natürlich nicht so gut in der Tabelle da, deswegen muss man erstmal schauen, dass wir den Abstand zu den Abstiegsplätzen ein bisschen vergrößern und da in keine Gefahr mehr kommen. Und ich glaube, dass wir so viel Qualität haben, dass wir das auch ziemlich schnell schaffen werden und dann den Fokus natürlich auch aufs DFB-Pokalspiel legen. Wobei natürlich die Liga das tägliche Brot ist und das weiß auch, glaube ich, jeder hier, das dürfen wir nicht vergessen. Aber es drücken noch weitere Verletzungen die Offenbacher Stimmung. Markus Husterer wurde gestern am Knie operiert und fällt mindestens 2 Monate aus. Der langzeitverletzte Christopher Lamprecht wird vielleicht sogar niemals zurückkehren können. Ein neuer Spieler wird gesucht. Gestern trainierte erstmals Theo Vogelsang von Twente Enschede mit. Wohl aber eher ein Kandidat für kommende Saison. Als einziges Profiteam der Region blieben die finanziell gebeutelten Kickers in der Winterpause daheim, die meiste Zeit aber ohne verschneiten Platz. Nach einer durchwachsenen Hinrunde mit 13 Pflichtspielen in Folge ohne Niederlage, aber auch 9 verlorenen Spielen, kann sich Trainer Ari van Lent bei der Zielsetzung für die ersten Punktspiele im neuen Jahr ein bisschen Ironie nicht verkneifen. Was denkst du? Also nicht zu verlieren. Also wir wollen eigentlich alle Spiele gewinnen. Ja, wir sind uns schon bewusst um unsere Aufgaben, dass wir nicht in der Hinrunde nicht alles schlecht gemacht haben, dass wir uns auch manchmal ein bisschen kurios oder doof angestellt haben, wissen wir auch. Das müssen wir einfach verbessern, Fehler minimieren, wie es immer so ist und einfach nur mal vielleicht noch ein bisschen konsequenter nach vorne und darauf arbeiten wir und hoffen, dass es dann auch klappt. Derweil decken sich Dauerkarteninhaber am Biberer Berg bereits mit Karten fürs Pokalviertelfinale gegen den VfL Wolfsburg ein. Rund 9000 Tickets wurden bereits verkauft. Im Gegensatz zum Liga-Alltag blitzte gegen höherklassige Teams im DFB-Pokal konstant das Potenzial der Kickers auf. Doch der Trainer würde den Hype gerne aus den Köpfen seiner Spieler verbannen. Vorerst. Ja, ich glaube, dass wir jetzt durch den Anfang der Vorbereitung damit aufhören sollen. Es gab genug Lob, das haben die Jungs sich auch verdient. Und ich denke, das Pokalspiel ist ja erst Ende Februar. Von da aus gibt es noch genug Spiele und da müssen wir uns wirklich zusammenreißen, weil, wie gesagt, sonst sind wir, wenn wir da nachlässig sind, dann man kann sich immer nicht retten mit dem Pokalspiel und dann wird es gefährlich. Am 25. Januar geht es in Bielefeld im Liga-Alltag weiter. Aber so manch einer träumt sicher davon, bald zumindest einen kleinen Schritt näher an Berlin heranzukommen.